Hier können gleichzeitig 4000 Leute ein- und auschecken. Hier gibt es jede Menge Terminals. Ist komplett schon getestet worden von MSC. Und hier seht ihr die schöne große Halle. Traumhaft schön. Und die AIDA Prima wird hier dann nächstes Jahr stationiert. Wir können niemandem vorschreiben, dass er nicht schon um 2 Uhr steht. Aber ihr sagt bitte dem Kunden, wenn er steht 16 Uhr, dass er sich auch in diesem Fenster bewegt, damit das möglichst zügig vorangeht. Bei AIDA Prima werden wir auch erstmal ein Check-in haben, den man praktisch im Vornherein von zu Hause alle Daten eingeben kann. Und dann ist das so ein Automat, dann steckt man das rein, der Automat fotografiert einen, dann kriegt man die Bordkarte wieder ausgespuckt. Man hat vorher alles schon eingegeben. Das heißt, innerhalb von einer Minute ist man schon eingecheckt. Ja, das werden wir bei Prima einführen. Ich gehe davon aus, dass wir sukzessive alle Schiffe nachrüsten. Ja? Um einfach bei AIDA Prima haben wir ja knapp 4000 Menschen an Bord. Das muss laufen. Ja? Das ist jetzt nochmal das Doppelte von dem, was wir hier haben. Da muss das gehen. Und deswegen werden wir das einführen. Aber nochmal der Hinweis, wir probieren das jetzt in den Ticketheften, dass wir eine Anreisezeit empfehlen. Bitte sagt das auch so den Kunden. Vorteil ist, sie kommen schneller durch. Okay? Was kostet jetzt das Taxi vom Hauptbahnhof bis hierher? Weil es ist jetzt schon um einiges teurer, ne? Hier rüber. Du, ich habe keine Ahnung. Das bringen wir heute jetzt raus. Wir sammeln solche Fragen und das Personal hilft uns gleich für solche Fragen. Wir machen